Hier sprechen wieder Miu. Hallöchen. Und der Ustra zu einer weiteren Folge. Harvest Moon Back to Nature. Richtig, sehr gut. Und wir machen doch keine Süßkartoffeln. Gleich am Anfang haben wir uns das überlegt. Weil wir wollen ja alle die super geheimen Zutaten von Won haben. Zutaten haben. Und da brauchen wir mehr Paprika und mehr Auberginen und den ganzen anderen Rotz. Möhren und Auberginen waren das, keine Paprika? Doch, Paprika auch. Das ist ja auch Herbst. Ja, ja. Auf jeden Fall haben wir gesehen, wir haben 279 oder so an Süßkartoffeln und das ist schon eine ganze Menge. Ich weiß nicht, was die Wichtel genau hier machen, weil gegossen ist ja theoretisch. Chillen. Die chillen auf unserer Farm jetzt. Die chillen einfach in unserer Farm. Ich nehme mal den einen Kopfhörer wieder, da sieht man nochmal ein wunderschönes Ohr. Zart. Was so zerquetscht wird hier. Ja, der Hund? So, hier liegt noch Kohl. Ja. Weil wir das auch noch brauchen für die Erdbeeren dann. Hoffentlich sind wir, also wir werden wohl damit fertig sein bis zum Frühling. Würde ich mal schätzen. Und dann schauen wir, was wir noch so brauchen. Die Ananas sind noch nicht fertig, aber kommen auch bald. Sollten trotzdem gegossen werden. Sind gegossen werden. Das habe ich jetzt. Sind gegossen werden. Ja. Das habe ich jetzt gegossen. Sehr gut. Jetzt fischen wir noch die Fütterung. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich verstehe nicht, was du mir sagen willst. Ich kann heute nicht sprechen. Tut mir voll lonely. Irgendwer will wieder. Irgendwer will doch schon wieder was von mir. Ja, ich hab's auch blinken sehen und ich dachte, oh, scheiße, Mann. Oh, scheiße, Mann. Du kannst das immer nicht ignorieren. Wollen wir eben gucken oder was? Nein. Okay. Dann müssen wir das jetzt aber 20 Minuten ignorieren. Ja. Kriegen wir das hin? Ja. Vielleicht ist es wichtig. Nein. Ah, na gut. Alles, was geschrieben ist, ist nicht wichtig. Alles, was angerufen wird, ist wichtig. Das stimmt. Ah, ja, du hast recht. Das ist nicht wichtig. Jetzt hat der Ustra doch geguckt. Ja, gut. Er guckt einfach. Ja, es hätte doch auch von. Es hätte doch auch was Wichtiges sein können, nochmal wegen der Sache. Nein, das ist wie wenn ich in Ruhe mit dir essen will und du schreibst die ganze Zeit. Ja, es gibt das aber ist, Dinge, das die. Das ist wie wenn du deinen Hochzeitstag in einem Restaurant verbringst und dein Mann und die ganze Zeit mit der Kellnerin flirtest. Das geht nicht. Guck mal, das ist Inge. Schön, hallo Inge. Inge ist dick geworden. Ja, Borg. Guck mal, was ist hier. Borg? Inge, Borg. Ach so. So, die müsste ich alle zumindest schon mal gestreichelt haben. Gefüttert habe ich es jetzt noch nicht. Und auch noch nicht mit denen gesprochen. Aber das wird sich gleich alles ändern. So, hallo Freddy. Freddy darfst du nicht scheren. Freddy ist nämlich unser... Ich wollte gucken, ob ich den jetzt schon gebürstet hatte. Kleine Schaf der Schafe. So, du bist wahrscheinlich soweit. Das genau. Ist Selina. Alles klar, sieht gut aus. Gut, dass wir jetzt nochmal eine Kuh haben, die wir täglich melken können. Ja, das stimmt. Hallo Gerdl, du scheinst heute ja gute Laune zu haben. So, und nicht rausgehen bitte, weil du bist krank, meine Freundin. Oh, oh. So, und du darfst natürlich auch nochmal gleich gestreichelt werden. Es scheint in etwa 14 Tagen soweit zu sein, Bertha. Perfekt, wir sind gut dabei. Findste. Läuft. Fand ich jetzt auch cool, dass mal die Schafe und Kühe wirklich an Positionen waren und an den Trögen wirklich sind. Oder an den Futterstationen. Das sehen wir gar nicht so oft, dass die wirklich so wie jetzt hier davor saßen. Davor hatten die wirklich gerade alle vor ihren Boxen gesessen. Naja, klar. So wie das bei Daim immer noch. Ja. Immer der Fall ist, sozusagen. Schade finde ich halt, dass sie gar nicht herumlaufen in dem Ding. Andererseits ist es draußen auch wirklich, wenn ich aufwerte, echt heftig, weil dann sind das einfach zu viele und das ist nervig. Es macht Sinn, dass sich die Tiere im Stall wirklich nicht oder wenig bewegen, weil du siehst ja, das ist immer eine Sache von, es dauert lange und manchmal kommst du nicht an die Sachen dran und keine Ahnung. Und das ist einfach eine Verbesserung. Dafür, wenn die draußen sind, rennen die ja auch wirklich rum. Laufen die die ganze Zeit rum, das ist total süß. Ja, und da kannst du die auch wirklich... Da auch gut, da hast du dann keine Sorge, wie, ach, du kriegst sie nicht wieder in den Stall rein oder so. Das ist ja hier extrem schwierig. Nee, das ist ja einfach Kuhglocke. Dann kommen sie raus, Kuhglocke, gehen sie wieder rein. Das ist ja hier leider nicht so. Das ist mit der Kuhglocke zwar einfacher, aber jetzt nicht das Nonplusultra an Komfort. Ist auch nicht das neueste Spiel, ne? Das stimmt, aber ist immer noch eines der charmantesten zumindest. Sagst du jetzt nicht, okay, kein Problem. Ich freue mich schon immer noch auf nächste Woche. Was ist nächste Woche? In unserem kleinen Zusatzprojekt. Was jetzt hör doch mal auf, immer davon zu reden. Ja, ich will ja die Leute heiß machen. Ja, jetzt kommt es aber nicht mehr. Jetzt hast du es verbockt. Ich hab das doch schon vorbereitet, dass es auf jeden Fall startet dann. Es startet auch nächste Woche, aber du darfst es doch nicht ankündigen. Nein, mach ich ja auch nicht. Ich sag das nur. Im Vlog kündige ich das sowieso nochmal an.
Zumindest, dass es kommt. Ich sag auf jeden Fall nicht was, aber es wird wohl Harvest Moon-Fans eventuell interessieren. Sonst kann ich doch Werbung machen, oder? Vielleicht täusche ich mich da ja, aber ich fand's cool. Es könnte Harvest Moon-Fans gefallen, ja. 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 Wir wollen es, dass es euch gefällt. Außerdem ist der Sicheldienst eigentlich mein Dienst. Ich weiß nicht, was du meinst. Was für Dienst? Du schneidest gerade einen dicken Penis da rein, aber naja. Ist doch egal. Ich hab Penis gesagt. Hey, nicht in meiner Aufnahme. Ja, mach das in jemand anderes Aufnahme. In meiner Aufnahme, wir sind ja professionell. Wie dir vielleicht schon mal aufgefallen ist, ja? Das ist hier nicht der Lulli, Fluri, Wuri, Buri Channel. Das ist hier mein Channel, okay? Und hier geht's ab. Hier ist Professionalität. Das ja. erste Wort, weißt was dir dem Channel einfallen ist? Muss. Einfach etwas zu überspielen und nicht darauf zu reagieren. Das ist Professionalität. Ich meine, wenn du auf der Bühne stehst und einen Fehler machst, überspielst du den einfach. Die Nein, Leute kriegen das gar nicht mit. Fehler auf. Und wenn du die ganze Zeit sagst, boah, alter Scheiße, jetzt habe ich's gesagt, oh, Heu, Mist, Gabel, Futsch, das dann fällt es auf. Das fällt ja auch so auf. Nein, fällt es nicht. Na, wenn du sagst, das fällt nicht auf, dann fällt es natürlich nicht auf. Super. Das ist sehr professionell. Ja, das war professionell? Okay. Dann halt nicht. Nach diesem ganzen Theater war es nicht mehr professionell. Ich bin auch nicht professionell. Ich bin ein natürlich, ich bin ein Mensch. Mich kann man anfassen, muss man nicht, aber man könnte. Und genau so. Ja, ich bin aus Fleisch und Blut. Und aus 90% Wasser und 80% Wasser. Aber das Wichtigste daran ist, ich mache meine Fehler und ich mache die gerne. Ja, ich lache auch immer meine Fehler. ein sehr witziger Fehler sind zum Beispiel meine Versprecher, die ich immer gerne habe. Stahlbacken aus Arsch. Stahlbacken aus Arsch, genau. Sonst wären in solche witzigen Situationen niemals entstanden. Auch wenn man sich an die Noob-Tour zurückerinnert, was ich da schon für lustige Karlauer rausgehauen habe, worüber man immer noch lacht. Ich lache immer noch über die Sachen. Still und heimlich. Zum Beispiel, was war denn da? Ich kann mich nicht erinnern. Ich auch nicht. Aber es war ja nur ein Beispiel. Du es lachst doch, immer noch darüber, hast du gesagt. Also habe ich gedacht, du es weißt auch Es geht doch noch, nur um geht. Die Geste. Aber ich bin doch ein witziger Typ, jetzt mal ganz ehrlich. Du bist ein sehr humorvoller Typ. Ja, genau. Und das ist auch das Wichtigste. Und ich mache Fehler und auch die sind witzig. Humorvolle Typen sind aber nicht unbedingt witzig. Was? Die haben Humor. Ach so, das heißt... Du kannst mit ihnen lachen. Positiver oder negativer guter, Effekt. Guter oder böser Humor? Einen guten Humor? Oh. Einen guten Tumor. Wow. Chill, mein Freund. Hallöchen. Das ist mein ich Hallöchen. Ich suche Bäume, um Holz zu schlagen. Und was zu essen auch. Das hört sich immer so richtig Hobo an. Das tut mir voll Warum leid. Geht er nicht einkaufen? Weil er kein Geld hat. Und deswegen muss er Rinde fressen. Dann schenken wir ihm doch einfach mal ein bisschen Geld. Nee, wir sollen ihm ja immer Essen schenken. $50, Baby. Nee, nichts $50, Baby. Wir müssen ihm Essen schenken eigentlich. Aber dazu kommen wir ja nie. Wir müssen gleich in den Laden. Wir brauchen mindestens noch Möhren, Auberginen und vielleicht auch Paprika vom Don. Ich weiß nicht, wie viel Platz ich... Wir haben ja theoretisch genug Platz auf dem Feld. Noch hier und da. Ja, ein bisschen haben wir noch. Ein bisschen Platz ist noch da. Das gehe ich jetzt... Ich gehe jetzt auch in den Laden. Schenk doch einfach dem Typen den Trüffel. Nee, das reicht nicht. Der muss schon bedient werden mit Essen, mit zubereitetem Essen, mit gekochtem, leckerem, frischem Essen. Was einen Mann dazu bringt, alles zu vergessen. Nein. Auch nicht, wenn du mit den Wimpern klimperst. Trüffelreis lässt mich zum Beispiel nichts vergessen. Mein Lieblingsessen ist Salagne. Salagne? Salagne. Die gibt es aber nicht allzu oft bei uns. Nee, leider nicht. Und ich beschwere mich jedes Mal darüber. Und irgendwie fruchtet das nicht so ganz. Nee, weil der liebe Ustra kann da auch einfach mal selber kochen. Mal selber kochen, als ob ich Zeit hätte zum Kochen. Ich tue und mache und reiße mir hab fast ich Zeit beide zum Kochen? Ja, habe ich so gedacht. Du willst ja auch einen gut gelaunten Ustra hier rumlaufen haben. Und nicht einen schlecht gelaunten, ausgehungerten Werwolf-Ustra, der das ist mir relativ egal eigentlich. Im Schlaf. Das ist egal. Du hast nicht so viele Arme, falls dir das aufgefallen ist. Ja, gut. Wow, Bali. Ich esse einfach deinen Arm. Wie steht's auf der Farm? Sind die Kühe und die Hühner auch ordentlich im Stall untergebracht? Yo. Ey, Glatze, bleib mal hier.
Und du musst auch auf dich acht geben. Hol dir keinen Schnupfen, Mann. Okay. Hallo, Frau und Tochter. Es ist so lästig, wenn man bei schlechtem Wetter einkaufen gehen muss. Ich kaufe nichts auf Kredit, aber manchmal vergesse ich meinen Geldbeutel. Was? ja. Was genau wollte sie mir jetzt sagen? Sie kriegt es dann geschenkt? Nee, also normalerweise bezahlt sie das immer sofort, außer sie bezahlt nicht sofort, weil sie kein Geld hat. Im Moment. Und dann schreibt sie doch schon mal die Dinge an. Jetzt steht die Frau aber immer da vorne, weil die kontrolliert. Dieses schlechte Wetter schafft mich total. Kenn ich. Aber ich denke, es ist gut für euch Farmer. Ja, bedingt. Mir geht's auf den Sack, aber es ist schon geil, wenn man nicht arbeiten muss. Wenn es das ist, was du hören wolltest. So, ich muss mir mein Kabel hier befreien von meinem super tollen Spielgerät. Damit ich ein bisschen... Ich weiß. Okay, Aubergine. Hab ich doch gesagt, das ist ein Aubergine, Mann? Ich hab gesagt, das ist ein Aubergine. Auberginen? Auberginen! Auberginen! Und Möhren brauchen wir auch. Möhren! Karotten! Okay. Wir Deutschen werden als sehr hartsprachige eingeschätzt. Ja, kann ich gar nicht, weiß ich gar nicht warum. Ist auch nicht. Ja, viele denken wirklich, und das ist echt ein... Ja, wir haben letztens so das gesehen, wie tatsächlich denken, die Leute von uns denken, wie wir sprechen. Das ist richtig komisch. Das ist wirklich komisch. Das habe ich nicht gedacht. Ja, die reden, die denken, wir reden alle so wie ein gewisser Herr Hardolf Adler seine Reden immer gehalten hat. So ungefähr denken die, wir reden alle so. Nein, aber die haben ja auch ja, das denken die einerseits, andererseits denken die auch, wir reden wie Schwerbehinderte. Also, als würden wir mit Schwerbehinderten reden oder so. Du weißt! Pfeffer. Das, so reden wir doch nicht, oder? Nein, das nicht, aber ich hätte gerne! So, das ist dieses richtig harte, abgehackte. Das kann doch nicht sein, du hast wieder gegen den Tisch gehauen, ich wollte es nur sagen. Ganz leicht. Ja, nur ganz leicht gegen den Tisch gehauen. Du hast gegen den Tisch gehauen und ich hab dir gesagt, dass das für einen Effekt hat auf die Zuschauer. Oh, ist okay, ich verzeih dir. Oh. Aber nur vor der Kamera, weil ich so professionell bin. Krieg ich eine Möhrchentorte? Eine Möhrchentorte? Mhm. Klar. Weil du mir verzeihst? Das ist sowas wie Kleinfingerschwur. Ich will das königliche Versprechen. Nein, du kriegst kein königliches Versprechen, du bist verrückt, du weißt, was passiert. Tja, wir haben uns ein bisschen Adventure Time reingezogen. Ein bisschen. Ein bisschen alles. Ja, die erste Staffel. Gibt ja mehr. Die erste Staffel. Auf Deutsch. Ja, gut. Aber das ist auf Englisch das Beste, sag ich dir. Aber ich saß da erstmal die ersten 5 Folgen. Was ist das für ein Scheiß? Was ist das für ein Scheiß? Und dann wollte ich nicht mehr aufhören. Dann war es richtig witzig, ne? Tja. Ja, so ist es aber bei vielen Sachen, wo man erstmal so ein bisschen warm werden mit muss. Ich finde, das war... Nein, ich habe mich einfach damit abgefunden, dass es scheiße ist. Ja, gut. Das ja, ist einfach gut. Blödsinn, das ist einfach den man nicht verstehen muss. Ja, genau. Es geht einfach nur das Problem ist aber, mit gucken. Mir selber habe ich das Problem. Wenn ich irgendwas sehe, was ich nicht verstehe und was einfach nur Unsinn ist, muss ich erstmal realisieren... Ja gut, es existiert dafür, um Freude zu bereiten. Es existiert nicht aus einem höheren Grund. Dass es auch lustig sein kann, wenn man einfach Müll labert. Eigentlich finde ich das einfach nur nervig. Andererseits, nach 5 Folgen denkst du dir einfach nur... Jetzt ist es auch in Ordnung. Jetzt ist es auch in Ordnung. Ja. Das ist wie nach dem 3. Bier. Das merkst du gar nicht mehr. Da denkst du dir, scheiß drauf, ist jetzt nicht das Bier, was ich mag, schmeckt scheiße, könnte ich brechen von, aber, aber ich trinke es weiterhin. Von daher. Ich merke das jetzt eh nicht mehr, es pulsiert schon in den Adern. wo fließt das Bier bei dir hin? Nimmst du das intravenös ein? Oder? Ja, es ist so ein bisschen so. Oh, mein Bier. Kellner. Ja, wer weiß das denn bitte? Ich weiß das anscheinend. Wenn deine Gehirnadern plötzlich so. Deine Gehirnadern, du wärst einfach mit denen. Ist egal. Du redest nicht wieder um Kopf und Kragen, das merkst du noch gar nicht, ne? Doch, ich würde das mal ein bisschen runterfahren gerade. Nein, ich merke das. Ja, aber du machst nichts dagegen. Warum auch? Fahr einfach ein bisschen runter, ehrlich. Ostra, du bist mir zu anstrengend. Mörfen? Da sollten eigentlich unsere Blumen hin. Mörfen? Wir haben aber keine Blumen. Musst du sauber hacken.
Jetzt habe ich wieder Bock auf 7 Days to Die. Oh ja, ich auch. Mörsen? Das wollte ich auch mal LP'en, aber das ist halt mal so aufwendig alles. Und jetzt kommen... Pfeffer. Pfeffer? So, also gießen kann ich es ja auf jeden Fall. Du gießt sie doch schon. Ja, nein, aber ich kann sie ja auf jeden Fall gießen, weißt du, was ich meine? Nee. Ja, weil ich kann auch hier durch meine super mega Gießkanne, kann ich ja alle drei gießen. So. Und, ja, tupf dich erstmal weg. Dann ist es alles nicht mehr so schlimm. Jetzt sieht das Feld zwar ein bisschen wüst aus, glaube ich. Gucken gerade mal. Muss ja gucken, wie das nochmal ging. So geht das. Mörsen. Auberginen. Süßkartoffeln. Ah ja, Aubergine. Das ist eine rote Blume. Das ist gut. Was ist das denn? Ist das einfach nur ein Farbfehler oder was? Das ist ja komisch. Das ist das schwarze Schaf. Aber sonst sieht es eigentlich ganz okay aus, ne? Ja. Ich hoffe, allen gefällt das Feld. Ich wollte noch Gras. Schreie sie nicht so an. Ich wollte Gras noch bis hier runter machen, weißt du? Hast du erzählt, aber hast du noch nicht getan. Ja, mach ich das doch eben. Fix. Nein! Warum nicht? Aber ich kann das schon mal vorbereiten. Ja. Habe ich die Ho schon irgendwie aufgewertet? Meine Ho. Ich meine nicht. Meine gute Ho. Kennst du die Ho? Ich liebe meine Ho. Zack. 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 Perfekt. Was denn? Wie du so stur vor dich hinhackst. Ja, ist geil, ne? Ich nehme die Erzeugnisse mit, die sich in der Tonne befinden. Mein Fuck. Aber wo war das denn letztes Mal? Das war hier bei, das hatten wir mit Samurai Champloo. Dieses, wie er das so sagt, wenn die wohin reisen. Das ist ja dieses, so Haki-mäßig. Ja, ja. Haiku-mäßig. Haiku. Dass er alles so krass in Silben betont. Das ist so geil einfach. Also ich finde das so cool. Das ist so stilistisch. Ja. Ist das so super. Einfach denkst du dir auch noch, was ist das für ein Scheiß? Ja. Aber das finde ich richtig klasse. So. Wir müssen erstmal gucken. Wir erschöpfen langsam. Na, ist nicht schlimm. Aber es passt perfekt, ja. Derjenige, der sich das hier ausgerechnet hat, der hat das vernünftig ausgerechnet. Der hat ein Geodreieck genommen und gesagt, 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5, 6. Okay, 6 können wir, ne? Jeweils 3 machen, ist okay. Auf jeden Fall sind wir relativ fleißig im Herbst, muss man ja auch mal sagen. Wir zwingen dich ein bisschen dazu. Ja, ist ja auch in Ordnung. Ich bin ja auch immer relativ unfleißig. So, jetzt muss ich mal eben gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also der Laden ist nicht mehr auf. Du kannst auch gerne wieder näher zu mir rücken. Ja, ich weiß, tut mir leid. Ich bin so abgedriftet. 9 Stück brauchen wir. 9 mal Gras. 9 mal 5. Das ist teuer. Was für teuer? Alter. Naja, gut. Müssen wir durch. Auch das Sicheln wird ja unglaublich heftig. Aber dann darf ich sicheln. Dann kannst du den ganzen Tag sicheln. Oh. Okay, ich denke mal, es ist gut. Wir für hören heute da auf. Ja. Ich würde sagen, das reicht für ihn. Es regnet, er arbeitet ja bis zum Tode. Gut, ja, bis zum Tode ist jetzt leicht übertrieben. Ich meine, ich fördere etwas seine körperliche Konstitution. Ich weiß immer noch, wie das mit dieser roten Blume aussieht. Ich gehe mal gucken. Sag, ist die korrumpiert. Ey, du Blume! Was ist mit dir? Bist du krank? Muss ich den Doktor holen oder was? Der Doktor ist leider nicht für Pflanzen zuständig. Okay. Okay, dann sind wir hier durch mit dieser Folge Harvest Moon Back to Nature. Haben ich hoffe, Daugi eigentlich schon angenommen? Hallo Daugi, haben wir schon. Okay. Habe ich doch gleich morgens gemacht. So, ich hoffe, wie gesagt, euch hat die Folge gefallen. Miu erzählt euch den Rest und ich rede nochmal mit Karen. Ostra, gute Nacht. Was hast du sonst noch so im Kasten? Ich möchte gar keine Zeit mit Schlafen vergeuden, wenn es doch nur schon morgen wäre. Ja. Also, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ihr könnt auch gerne teilen und in die Videobeschreibung gucken. Da findet ihr mehr von uns. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.